Ja moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Ja, in diesem Video rede ich mal ein bisschen ruhiger und entspannter. Ich habe es nicht so eilig. Ich habe nämlich brutalste Halsschmerzen und habe auch Schnupfen. Nichtsdestotrotz muss ich dieses Video hier für euch aufnehmen, weil wir ein neues Update bekommen haben in Fortnite. Da möchte ich natürlich nicht fehlen, weil ich muss meine Daily Uploads bringen, sonst läuft es einfach nicht. Und ich mache es euch zuliebe, deswegen einfach mal Hashtag Herz in die Kommentare, denn dann bekommt ihr alle ein Herz. Ja, wir haben heute den Patch 6.22 bekommen. Ja, ist ein sehr cooler Patch gewesen. Nur das einzige Problem ist, ich finde dieses Sturmgewehr nicht. Und da fangen wir auch schon direkt an, nach der kurzen Unterbrechung selbstverständlich. Denn ich wollte nochmal ansagen, Leute, lasst doch mal gerne ein Abo da und macht auch die Glocke aktiv, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Schaut euch an, ich sitze hier krank und mache trotzdem die Videos, weil ich es einfach möchte. Und ich möchte einfach nicht, dass auf meinem Kanal irgendwas fehlt rund um Fortnite. Und ihr müsst immer auf den neuesten Stand sein. Deswegen auch nochmal auf jeden Fall ein Like droppen und natürlich auch mal auf Instagram folgen. Tactics Gaming und YT heiße ich dort. Ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich habe nämlich derzeit noch ein Gewinnspiel am Start. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich auch die Glocke aktiv haben und mir auf Instagram folgen. Und dann könnt ihr 3 Starterpakete gewinnen in Fortnite, die ja neu erschienen sind. Die meisten haben das wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich würde jetzt mal sagen, fangen wir mal an mit dem Video. Viel Spaß! Dann kommen wir auch schon direkt zum schweren Sturmgewehr, was wir heute neu bekommen haben im Battle Royale Modus. Und zwar, diese Waffe hat ordentlich Wumms, führe dein Team mit dem brandneuen schweren Sturmgewehr zum Sieg. Ja, ich habe das Teil gesucht, 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 aber leider nicht gefunden. Ich war ungelogen 40 Minuten in der Spielwiese drin. Ich glaube, in der Spielwiese haben sie es einfach noch nicht updated. Ich habe 2-3 Runden versucht, aber es hat sich einfach nichts ergeben. Sehr schade. Ich hoffe, Epic Games macht das in Zukunft mal ein bisschen schneller im Spielwiesenmodus, weil in der Lobby, bis ich das finde, muss ich eine richtige Runde spielen. Und dafür habe ich eigentlich keine Zeit, weil ich in dem Spiel dann auch die Waffe nicht richtig zeigen kann. Nichtsdestotrotz haben wir heute diese Waffe bekommen und wie viel Schaden sie macht, dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir einmal die NFL-Outfits im Battle Royale-Modus. Fortnite tut sich mit der NFL zusammen, um euch die ultimativen Football-Action zu bringen. Ja, Outfits im NFL-Stil feiern am 10. November um 1 Uhr ihr Debüt im Shop. Und dann werde ich definitiv ein Video dazu machen. Das ist in 4 Tagen. Ich glaube, das ist der Samstag. Und ihr wisst ja, ich mache Daily Shop-Videos. Deswegen seid ihr hier auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand und verpasst es definitiv nicht, wenn die Football- oder NFL-Skins in den Shop kommen. Ja, da haben wir natürlich nochmal einige weitere Sachen bekommen. Wir haben einen neuen Spielmodus bekommen in Fortnite. Der Spielmodus nennt sich Team Schrecken und ja, spricht mich jetzt hier auf diesem Bild ehrlich gesagt nicht direkt an. Das ist nicht der Modus mit den Zombies wahrscheinlich, aber wir lesen uns das jetzt nochmal durch. Übersicht. Monster sind in die Battle Royale Insel eingefallen, während sich die Teams bekämpfen, mischen die Würfelmonster mit, besiege mit deinen Verbündeten das Gegnerteam und sichert euch so den epischen Sieg. Ja, so wie ich eben schon gesagt habe, es ist mit den Würfelmonstern, die hatten wir ja während des Fortnite Mares Event komplett in jeder Runde, Solo, Duo und Team, und es hat übelst genervt und wahrscheinlich haben sich wieder einige diesen Modus zurückgewünscht, deswegen ist der Team Schrecken Modus auch wieder zurückgekommen, aber nur als Spielmodus und nicht ganz normale Modus. So, 2 Teams mit je 32 Spielern eliminieren das Gegnerteam, um euch den Sieg zu sichern. Monster-Spawn-Punkte werden auf der ganzen Karte verteilt und werden außerdem aktiviert, wenn sich der Sturm zu einem neuen Kreis schließt. Monster lassen unter Umständen Waffen oder Munition fallen, wenn sie getötet werden. Goldene Monster und Monster-Spawn-Punkte lassen legendäre Waffen fallen, wenn sie eliminiert werden. Das Sammeln von Ressourcen wurde im Vergleich zum Standardwert um 75% erhöht. Die Chance auf Bodenbeute wurde um 15% erhöht. Die Bodenbeute befindet sich jetzt die doppelte Menge Munition. In Munitionskisten befindet sich jetzt die dreifache Menge Munition. Das ist gefühlt wie in dem Disco-Dominanz-Modus oder in dem Höhenrauschmodus oder 50 gegen 50. In Munitionskisten, achso, das hatten wir schon. In Truhen befindet sich jetzt die doppelte Menge Munition und Verbrauchsmaterial. Und in Vorratslieferung befindet sich jetzt die doppelte Menge Munition sowie ein zusätzliches Verbrauchsmaterial, eine zusätzliche Ressource und eine zusätzliche Falle. Ja, sehr, sehr cool. Und auf jeden Fall einige Sachen in dem Modus passiert. Dann haben wir nochmal ein Event für begrenzte Zeit, und zwar blitzschnell. Habe ich jetzt persönlich in Fortnite noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht warum, haben sie wahrscheinlich noch nicht geupdatet. Ach doch, jetzt sehe ich es auf jeden Fall. Haben sie doch in das Spiel mit reingebracht, aber ein Event für begrenzte Zeit blitzschnell. Und den Modus kennen wir ja eigentlich schon. Ich glaube, da brauche ich eigentlich nicht so genauer drauf eingehen. Ich meine, wer kennt den Blitzschnell-Modus nicht? Aber für die Leute, die es nicht wissen, einfach mal ganz schnell hier durch. Ja. Der Sturm nähert sich schon, sobald das Match startet, also wählt eure Landestellen mit Bedacht.
Die Zeit zwischen den Stummbewegungen ist wesentlich kürzer als normal. Wahrscheinlichkeit der Schatztruhen spawnen von 50 auf 70% und von 80% auf 90% erhöht. Ja, ihr baut 50% mehr Ressourcen ab, also bedeutet, wenn ihr einmal auf den Baum schlagt und 10 Ressourcen bekommt, bekommt ihr jetzt 20 Ressourcen, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und Materialmenge von auf dem Boden gefundenen Materialstapeln wurde von 30 auf 60 erhöht. Vorratslieferungen spawnen jetzt zahlreicher und öfter und sinken schneller herab. Die Anzahl der gespawnten Lamas wurde um das Vierfache erhöht und die Einkaufswagen wurden entfernt. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann kommen wir auch schon zu der Waffe, die wir neu bekommen haben, und zwar das schwere Sturmgewehr. Kann auf dem Boden gefunden werden, in Schatztruhen, in Verkaufsautomaten und in Vorratslieferungen. Leute, ich habe wirklich im Spielwiesenmodus gefühlt gerade 10 Vorratslieferungen geöffnet und da war, ist eigentlich einmal drinne. Ja, gibt es in seltenen, epischen und legendären Variante. Die seltene verursacht 44, die epische 46 und die legendäre 48 Schaden. Ja, die Schussrate beträgt 3,75, ist auf jeden Fall eine hohe Schussrate und hat eine Magazingröße von 25. Ja, hier hätte ich mir vielleicht 30 gewünscht, aber wir gucken mal, wie sich das so ergibt. Ja, der Kürbiskopfwerfer ist jetzt wieder ein gewöhnlicher Raketenwerfer, also ist kein Kürbiskopf mehr, leider. Ja, Halloween ist ja vorbei und wahrscheinlich werden wir das nächstes Jahr Halloween erst wieder bekommen, aber bis dahin müssen wir uns mit dem normalen Raketenwerfer zufrieden geben. Wir haben die Spawnrate von Ballons von 12,2 auf 2,3% reduziert. Und Leute, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, weil ich habe diese Ballons gefühlt in jeder Ecke gefunden und es hat mich so angekotzt, weil ich einfach gefühlt nichts anderes gefunden habe. Diese Ballons gab es überall und es schien einfach so, als wenn Epic Games unbedingt will, dass wir damit spielen, obwohl ich diese Dinger nicht unbedingt feiere und nicht so gut einsetzen kann, weil man muss erstmal 5 Ballons aufhaben, damit man aufsteigt. Und das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Da muss man noch einiges verbessern. Aber ansonsten finde ich diese Dinge eigentlich ganz okay. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt spielen. Ja, beim Gameplay hat sich natürlich auch wieder was geändert. Der maximal durch den Sturm angerichtete Schaden wurde von 10 wieder auf 8 Schaden reduziert. Okay. Fehlerbehebung. Spieler, die von einer Boogie-Bombe getroffen werden, während sie Ballons in den Händen halten, sind jetzt nicht mehr Physikprobleme betroffen. Die Ballons werden jetzt ordnungsgemäß fallen gelassen. Anscheinend waren irgendwelche Probleme. Ich muss gestehen, ich habe es nicht einmal probiert, irgendwelche Leute da mit einer Boogie-Granate abzuwerfen, die die Ballons gerade haben. Aber vielleicht einige von euch, ich weiß es nicht. Aber Leute, das war das neue Update. Ich muss sagen, da sind schon einige coole Sachen dabei. Ihr müsst jetzt nicht alles feiern. Die neue Waffe wollte ich euch testen oder wollte ich euch zeigen. Ich habe sie einfach nicht gefunden, Leute. Ich schwöre euch, weil viele schreiben immer in die Kommentare, ja, zeig doch mal was Neues. Sag es nicht nur, zeig es doch mal. Aber Leute, es ist nicht so einfach. Da müsste ich jetzt gefühlt 3 Stunden lang diese Waffe suchen, weil ich glaube, die Spawnrate von dieser Waffe ist geringer als von der Scar. Die Scar findet man gefühlt an jeder Ecke. Und deswegen, Leute, ist es manchmal nicht möglich. Ja, ansonsten die NFL-Outfits, dazu hatte ich ja separat noch ein Video gemacht, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die NFL-Outfits gefallen mir viel besser als die WM-Skins. Die WM-Skins waren meiner Meinung nach absoluter Ranz, also habe ich gar nicht gefeiert. Aber diese NFL-Skins sehen stabil aus, richtig cool und ich glaube, die werde ich mir sogar holen. Ich habe jetzt 1100 V-Bucks auch, weil ich mir das Starterpaket gekauft habe. Und das Starterpaket, da sind wir auf jeden Fall schon mal nochmal richtig. Denn wenn ihr Bock auf ein Starterpaket habt, die sind neu rausgekommen, das ist der Gipfelstürmer, das Gipfelstürmer-Starterpaket. Wenn ihr das haben wollt, aber euch keine V-Bucks kaufen dürft oder selbst wenn ihr euch V-Bucks kaufen dürft, sind die auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch sogar 5 Euro PSN-Karten holen. Sehr, sehr coole Aktion und ihr unterstützt mich dabei. Und Leute, wenn ihr Bock auf so ein Starterpaket habt, dann lasst doch mal gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren natürlich nicht vergessen, weiterzupassen und natürlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spinnt. Dann nochmal auf Instagram, TacticsGaming_YT, da auch nochmal gerne folgen, denn da wird das Ganze verlost und da werde ich euch das auf jeden Fall dann zuschicken. Und Leute, jetzt kommen wir nochmal zu einer sehr, sehr geilen Aktion. Und zwar wisst ihr, dass ich schon seit längerem einen eigenen Discord-Server habe. Aber viele von euch sind da noch gar nicht raufgekommen, weil sie es nicht richtig gepeilt haben oder weil sie es wieder vergessen haben. Aber Leute, jetzt habe ich eine coole Aktion. Ich werde 2x 10 Euro PSN-Karten in den Discord-Server posten, also in den Hauptchat. Deswegen lohnt es das für euch natürlich auch nochmal auf dem Hauptchat oder auf dem Discord-Server aktiv zu werden, denn da wird auch noch die ein oder andere Verlosung stattfinden, die ich nur auf dem Discord-Server machen werde. Deswegen jetzt schon mal darauf kommen, auf diesen Discord-Server, da erfahrt ihr alles, Leute. Der Shop ist sogar da, die Updates sind da.
immer wenn ich ein neues Video hochlade, dann könnt ihr auch mit mir schreiben, also ich bin im Hauptchat auch aktiv, jetzt auch nochmal in Zukunft ein bisschen aktiver, weil jetzt habe ich nichts mehr zu tun, jetzt habe ich keine Kopfschmerzen mehr und ich hatte halt vieles drumherum zu tun, deswegen konnte ich nie auf den Discord-Server kommen, aber ab sofort wird sich einiges ändern, ich werde öfter auf dem Discord-Server sein, ich chill da jetzt auch öfter und spiele auch sogar, deswegen lohnt es das für euch einfach nur darauf zu kommen, es kostet nichts, Leute, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und wenn ihr raufklickt, kommt ihr direkt auf meinen Discord-Server. Ich hoffe, jeden von euch da zu sehen und wenn ja, dann freut es mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und ansonsten, schreibt nochmal einmal Hashtag Herz in die Kommentare, dann kriegt ihr auch ein Herz dafür, dass ich hier so krank noch ein Video mache. Ansonsten war es das von mir, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.